Vorderwahl ist Vorderwahl, habe ich gehört. Ich habe hier, wen habe ich jetzt alles hier sitzen? Den gesamten, nee, nicht den ganzen, fast den gesamten Landesvorstand Nordrhein-Westfalen. Wir machen mal ein kurzes Interview fürs Krähennest. Ach ja, stimmt, wir haben ja noch so einen komischen Typen vom Bundesvorstand, den Arius. enttäuschendes Ergebnis oder ein erwartetes Ergebnis oder wie sieht's aus? Wer will antworten? Sehr enttäuschendes Ergebnis. Also ich habe mit viel gerechnet. Ich hatte mir ausgemalt, dass wir vielleicht 3% holen, aber dass es unter 3% wird, ist ein harter Schlag. Wir müssen uns zusammensetzen und nach und nach aufarbeiten, was da schiefgelaufen ist, warum wir nicht angekommen sind bei den Wählern. Wir müssen über unsere Strukturen reden, wir müssen darüber reden, wie wir noch mehr Leute innerhalb der Partei aktivieren können. Teilweise war das wirklich eine sehr große Belastung, weil wir mit Doppelbelastungen der einzelnen Leute zu kämpfen hatten, die am Schluss des Wahlkampfs wirklich auf den Zahnfleisch gegangen sind. Wir müssen die jungen Piraten aktivieren. Wir haben gesehen bei der U18-Wahl, dass unsere Hauptaktiven wirklich aus der jungen Wählerschaft kommen. Das heißt, wir müssen auch da mehr Unterstützung zeigen. Und ansonsten denke ich, dass wir auch bei der Formulierung unserer Wahlversprechen, wenn man das so sagen darf, uns vielleicht einfach ein bisschen zu brav. Vorsicht! Hallo! Ich kann es nicht an einer Sache festmachen, das wäre auch vermessen. Ich glaube, dass wir wirklich alles gegeben haben, ja? Aber es war wahrscheinlich zu unkoordiniert, es war zu ungeplant. Wir haben monatelang damit Zeit verbracht, den Wahlkampf in irgendeiner Form vorzubereiten und sind viel zu spät aus den Füßen gekommen. Da gehöre ich auch mit dazu, da übernehme ich auch mit die Verantwortung, weil ich gemerkt habe, dass es nicht reicht, die Leute immer nur aufzurufen, sondern dass man eben auch einfach mal loslegt. Wir haben vergessen, was es heißt, das piratige Mandat zu übernehmen. Viele Menschen haben innerhalb der Piratenpartei erst 2-3 Wochen vor Wahlende angefangen, Aktionen zu planen. Wir haben relativ uns zu sehr auf Landesvorstand, Presse und so weiter, irgendwelche Instanzen verlassen, dass die das schon machen. Ich glaube, dass wir wieder dahin gehen müssen, dass jeder was machen kann, dass jeder auch die anderen aktivieren muss, dass wir uns als eine gesamte Gruppe sehen und nicht als einzelne Leute mit ihren Ideen, sondern dass wir das einfach auf die Reihe bekommen, den Teamgeist wieder zu fördern. Aber das, mehr will ich dazu erstmal gar nicht sagen, weil es bringt nichts, da aufeinander jetzt einzukloppen. Da will noch jemand was sagen. Also was man über all das, was wir richtig und was wir falsch gemacht haben, aus diesem Wahlergebnis auch mitnehmen kann, ist, dass das komplette Parteienspektrum, das liberal oder links ist, alles, was sich Freiheitsrechte irgendwie auf die Fahnen schreibt, richtig verloren hat bei dieser Wahl. Die Linken haben deutlich verloren, die FDP hat verloren, wir haben verloren. Also alles, was liberal und links ist, hat auf die Fresse bekommen in dieser Wahl. Und alles, was rechts und konservativ ist, hat einen Bonus bekommen. Und das müssen wir für uns auswerten. Da ist viel Aufklärungsarbeit von den Piraten vor Ort nötig. Wir müssen mit den Menschen reden, weil das ist ein Weg, den wir nicht teilen dürfen und den wir auch nicht teilen wollen. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir jetzt nicht anfangen damit, also man hat es ja von manchen gehört, unser Programm ist zu links oder was auch immer. Nicht unser Programm folgt den Wählerstimmen, sondern die Wählerstimmen irgendwann unserem Programm. Wir müssen uns treu bleiben, wir müssen weiter diese Linie fahren und versuchen, die Leute zu überzeugen. Und das ist total wichtig, dass wir uns daran festhalten, wer wir sind. Und dann wird es auch irgendwann Erfolg haben. Weil, wie man sieht, es gibt immer Schwankungen zwischen links und rechts. Und im Moment rückt diese Republik leider, aus welchen Gründen auch immer, ein ganzes Stück nach rechts.
Ja, das sieht man bei den Zugewinnen der CDU, das sieht man dabei, dass eine nationalistische Partei wie die AfD es schafft, über 4% zu holen. Und da müssen wir einfach ran. Und da müssen wir aufhören, irgendwie brav zu sein. Und da müssen wir einfach aggressiver werden. Und da müssen wir rausgehen und solche Leute direkt angreifen. Ja? Die müssen wir politisch angreifen, da müssen wir mit unseren Themen vorgehen. Und da müssen wir lauter werden. Und wir waren laut, als wir 2009 die Stimmen gehört haben. Und wir werden jetzt auch wieder lauter und dann ist gut. Ja? Und das kriegen wir hin. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Oh, dann hak halt. Also zum Thema lauter und zum Thema Stimmen. Hat einer von euch die AfD irgendwo mal an einem Infostand gesehen? Ich nicht. Das Einzige, was ich von denen wahrgenommen habe, ist leider ein verdammt geiler Werbespot gewesen, der nämlich genau alle Ängste aufgezählt hat, die wählen gehen, haben. Und damit haben die ihre 5% gekriegt. Uns hat leider diese verfickte, Entschuldigung, Idee gefehlt, die das gebracht hat. Hätten wir sowas gehabt, hätten wir überhaupt keine Probleme. Wir haben eine geile Arbeit an den Infoständen gemacht, wir haben geile Aufklärungsarbeit geleistet und die uns gehört haben, uns zugehört haben, die haben uns verstanden, die sind auf unserer Seite, die haben uns gewählt. Nur mit Infoständen alleine kommen wir nicht ans Ziel. Die uns nicht zuhören, sind die Wahlwerbespots schauen. Ja, wo wir jetzt gerade bei diesem anarchistischen Kackverein... Nee. Ach so, ich muss jetzt lauter sprechen, ja. Ich muss lauter sprechen, Wahnsinn. So. Ich glaube mit der AfD, also ich bin da extremst froh, also es ist noch unsicher, aber dass sie da im Moment nicht drin zu sein scheinen, weil das ist riesengroße Kackscheiße. Wir werden von der nächsten Bundesregierung etwas zur Situation des Euros hören. Da gehe ich schwer davon aus, dass das irgendwie Updates sein werden und da will ich halt keine verkackten Rechtspopulisten im Parlament haben. Das ist arschgefährlich. Und deswegen bin ich mit dem Ergebnis ganz zufrieden. Aber ich würde jetzt, ihr seid alle so miesepeterig. Das ist gut. Okay, dann habe ich das falsch wahrgenommen. Paki guckt so traurig. Du machst ja gerade, das ist auch richtig so. Wir sind auf jeden Fall deutlich mehr Leute als 2006 irgendwie. Das ist klar. Wir haben die Themen vielleicht noch nicht richtig verpackt bekommen, aber sie werden uns überrollen. So oder so. Und wir müssen da jetzt einfach weitermachen und ehrlich gesagt, ihr habt alle schon irgendwelche Ergebnisse, die ich noch nicht kenne. Ich habe nur eben Fernsehen geguckt. Was haben wir jetzt, die Piraten? 2,3. Okay. Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Das baut sich auf 7,2 noch aus. Entschuldigung, das ist meine Rolle. Ich bin der Optimist. Ja, aber echt, da war doch irgendwie 6% eben bei den sonstigen. Wer ist denn das? Ach, da sind noch die Tierschutzpartei. Ja. Ja. Ja, und die MLPD und die Violetten, die ich übrigens großartig finde. Ja, Violett finde ich super übrigens. Ja, ich wollte jetzt mal ein bisschen Provokation hier reinbringen. Das ist hier alles ein bisschen lahm. Alles so stark. Maya will die ganze Zeit schon. Ja, genau. Also. Ich habe gerade getwittert, mein Aktivistenherz fühlt sich kämpferisch heute Abend, ja. Und da hat mir jemand geantwortet, hast du etwa das Wahlergebnis nicht gesehen? Natürlich habe ich das gesehen und deshalb weiß ich, das ist genau das Ding. Ich muss weiterkämpfen, ja. Also, ich habe mich irgendwie vor 3,5 Monaten plötzlich in einem Überwachungsstaat wiedergefunden und ich denke mal, es kommt nicht in Frage aufzugeben, bis da nicht irgendwas passiert ist, bis hier irgendwann jemand Verantwortung übernommen hat und ich das Gefühl haben kann, hier wieder frei zu leben. Also da ist schon mein ganzes Leben so und ich wurde auch schon ein paar Mal verlacht, weil ich auf Demos gehe gegen Rechts, gegen Überwachung oder sonst irgendwas und ich glaube, das ist genau der Punkt. Ich werde das weitermachen. Ihr könnt mich ja gerne verlachen, aber nee. Aufhören zu kämpfen ist nicht. Und beim Piraten habe ich meine Heimat gefunden, meine politische, und da bleibe ich. Du willst doch auch. Na komm, gib her. Also bei mir ist es eigentlich so,
alles, was ich eigentlich sagen wollte, haben die anderen auch schon angesprochen, auch angedeutet. Aber das, was mir sehr wichtig war in unserem Wahlkampf, ist, dass wir zu keinem einzigen Zeitpunkt einmal in die Polemik verfallen sind und versucht haben, über diese Schiene eben Stimmen zu bekommen, sondern wir haben einfach versucht, mit unserer Politik, mit unserem Programm Punkte zu machen. Und das ist etwas, da bin ich ganz stolz drauf. Wir sind nie in diese Polemik verfallen wie die anderen Parteien, wo die Grenze zwischen Spalten und Hass immer sehr niederschwellig war, vor allem bei der AfD. Und ich denke, gute Politik braucht Zeit, die haben wir und wir werden auch so vorankommen. Also die Enttäuschung ist zwar da, aber wir haben den Auftrag weiterzumachen. Das werden wir auch alle machen. Danke, Mama. Genau. Jemanden, den man sonst immer nie sieht, selten hört, Daniel. Ich muss jetzt auch ein Statement abgeben. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Ich begleite das Ganze ja auch schon so ein bisschen länger. Es ist natürlich irgendwie sehr schade zu sehen, was heute Abend so ein bisschen passiert ist. Auf der anderen Seite natürlich sehr, sehr schön zu sehen. Ich mache das so selten. ich arbeite halt, und ohne dass mich jemand sieht. Es ist trotzdem schön, zum einen schön zu sehen, dass wir trotzdem eine solide Wählerschaft auf jeden Fall haben, die erkannt hat, so ein bisschen wofür wir stehen, und dass auch ja, die uns auf jeden Fall auch ernst nimmt und uns auch das abkauft, was wir wollen. Das ist auf jeden Fall sehr schön zu sehen. Was natürlich jetzt in Richtung AfD etc. passiert ist heute Abend, ist für mich als Demokrat irgendwie sehr traurig, weil es, dass wir nicht gewählt werden, ist die eine Sache, aber dass halt es möglich ist in diesem Land, dass so eine Partei nur über kurze Frist mit populistischen Sachen und eigentlich ohne irgendwas dahinter diesen Stimmanteil bekommt, stimmt mich persönlich ein bisschen traurig. Hindert mich natürlich jetzt nicht am Weitermachen. Dafür mache ich diesen Kram jetzt schon zu lange einfach, und wenn ich das erste Mal, dass wir ein bisschen einen Rückschlag bekommen haben oder auf die Fresse bekommen haben, wie auch immer, wir haben immer noch die besseren Themen, wir haben immer noch die Ideen, die Vision und die Ziele, die diese Gesellschaft voranbringen können. Insofern machen wir nächstes Jahr weiter. So sieht das aus. Wir haben eine nächste Wahl, Kommunalwahlen, viel Arbeit. Und Europawahlen, stimmt, Europawahlen haben wir auch noch. Die Vorratsdatenspeicherung können wir vorantreiben, ja. Ich habe den Vorrat schon angelegt. Also es ist viel Arbeit vor uns, würde ich sagen. Egal, was die nächsten Tage passiert, ich denke mal, auch die es eventuell dann später sehen werden im Krähennest, werden sich, hoffe ich, an einige Worte hier erinnern und sagen, ach scheiß drauf, wir machen weiter. Ich muss mal sagen, wir machen alle Politik aus Notwehr. Wir müssen was ändern, wir wollen was tun, wir sind dazu da. Nicht umsonst stehen wir in der Öffentlichkeit und stehen auch dafür ein. Und ich denke mal, alles andere wird sich zeigen. Es werden mit Sicherheit noch viele Gespräche kommen, nach dem Motto, wo waren unsere Fehler, was müssen wir besser machen, was haben wir gut gemacht, und ich denke mal, da wird das eine oder andere kommen. Packi. Ja, so abschließend möchte ich sagen, dass wir uns natürlich schon im Vorfeld ein bisschen Gedanken darüber gemacht haben, was passiert, wenn das ein Debakel wird, wie wir das jetzt erleben. Und wir wollen uns natürlich nächste Woche hinsetzen. Wir rufen auch alle dazu auf, Kritik zu äußern. Wir werden das sammeln. Alle sind dazu aufgerufen, gerne in den Vorstandstrecker zu schreiben, was ihnen aufgefallen ist, was schiefgelaufen ist. Wir werden das auch öffentlich, machen, was schiefgelaufen ist, die Kritik auch annehmen und auch weitertragen in die Bereiche, wo die Kritik hingehört, weil wir auch dafür bekannt sind, dass wir, auch wenn es manchmal hoch hergeht und wir uns die Köpfe einschlagen, so sieht es manchmal aus, mit Kritik umgehen lernen sollten und diese auch möglichst auf einer sachlichen Ebene führen, um dieses Projekt nicht zu gefährden. Das heißt, ich rufe im Prinzip alle dazu auf. Hallo Chrissy, du bist in der Kamera. Hallo Chrissy. Das war gerade Chrissy. Herzlich willkommen. Ex-Landesvorstand. Ich habe auch dazu jetzt alles gesagt. Chrissy weiß, was dazu alles gesagt. Ja. Schlagt euch nicht die Köpfe ein, bleibt sachlich. Wir werden einfach weitermachen und dann wird es uns irgendwann auch in den Bundestag spüren. Genau.
Steffi. Ich klaue dir ungern das Schlusswort, das war wirklich sehr schön, aber ich denke, es ist noch was ganz Wichtiges, was wir wirklich nicht vergessen dürfen, was die Medien nämlich vergessen haben. Was die Medien vergessen haben, als sie uns gehypt haben auf 12-13%. Die haben vergessen, dass wir gestern erst eine Partei gegründet haben. Es hat niemand darüber nachgedacht, welcher Aufwand dahinter steckt, eine Partei zu gründen. Niemand hat gemessen daran, dass wir uns gestern erst gegründet haben, welche Arbeit wir leisten. Die haben mit der gleichen Elle, wie etablierte Parteien bewertet werden, haben die uns bewertet. Das ist für uns ein Riesenkompliment auf der einen Seite, aber natürlich auch ein Verlust von Wählerstimmen auf der anderen Seite, weil die haben das Gleiche getan. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben wirklich einen geilen Job gemacht, aber wir müssen einfach noch gesund ein bisschen wachsen. Und das werden wir und das können wir. Denn wir sind gut und wir haben verdammt geile Ziele. Und da kann ich abschließend nur sagen, das Kränennest wird die ganze Geschichte natürlich mit Händen und Füßen und mit Kräften, Nachkräften tatkräftig unterstützen. Wir haben angeregt, vorhin, heute ein kleines Strategietreffen bundesweit zu veranstalten in Sachen Öffentlichkeitsarbeit. Was können wir weiter tun, was können wir besser tun, etc. pp. Und ich denke mal, wer ist besser in der Lage, um das in die Breite zu tragen, als das Kränennest? So viel. Marina Kassel wird es auch noch geben, natürlich. Ich habe nächste Woche was vor. Ich habe es gehört. Alles klar. Wir danken euch. Leute, bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank für euren Wahlkampf. Vielen Dank für alles, was ihr getan habt. Viel Spaß. Wir hören uns.